Ein weiteres Mal mit Thundergold. Willst du irgendwas sagen? Auf geht's, töten wir ihn gottlos. Ja, los geht's! Gottlos, willst du unterwegs sein? Erstmal Cutscene. Geil. Immer wichtig. Wir haben seinen Sohn umgebracht. It's been a long while, Morgoth. Long and hard didst thou fight, tarnished warrior, spurned by the grace of gold. Be assured, the Elden Ring resteth close at hand. Alas, I am returned. To be granted audience once more. Upon my name as Godfrey. The first Elden Lord. Gut. Okay, let's go. Jetzt geht's los, komm. Ah, okay. Stimmt ja, da war was. Gut. Lenk ihn, Gott, lenk ihn ab, während ich ihn richtig schön dreckig von hinten angreife. Au. Mit meinem Frostnebel. Scheiße! Okay, eben nicht. Willst du Scharlachfäule lieber? Oh shit! Ich sollte aufhören herumzuspielen. Aber ey, stimmt, in der zweiten Phase ist so, wenn die Gebosse in die zweite Phase gehen, gehen alle anderen Schlafeffekte verloren. Mist. Nee, ich hab Scharlachfäule gekriegt jetzt dafür. Ja, wenn in die zweite Phase geht, ja. Ich habe noch nie diese Drachenartige ihn verwendet. Ach, ich habe über Bildschirmteile kann ich dein Leiden sehen. Au. Oh, au. Oh. Du hast es überlebt. Au, immer noch au. Hallo, darf ich mal da kriege ich mal eine Sekunde irgendwie zum Heilen? Dankeschön. Da. Gut, okay, er gönnt halt wirklich nicht. Okay, Sekunde. Ich muss es anders angehen. Ich muss ansonsten eins meiner absolut unfairsten Sets aller Zeiten nutzen. Hallo, da. Darf ich mal bitte was anderes auswählen? Dankeschön. Ich denke, mein Auftrag kann man nicht sehen, wie du gegen ihn kämpfst, aber dafür kann ich es sehen. Hm, du musst bei ihm eher in die Nähe sein. Er ist nicht so etwas wie Malekith oder Placidusax. Er ist eher kleiner. Okay. Du wolltest nicht ernsthaft diesen Blitzspeer nutzen. Doch wollte ich. Ah, nimmst du mal deine Medizin wieder. Mann, wie oft muss der Medizin schlucken? Und laufe schon mal nach oben. Ich habe keine Lust, mein unfairstes Set aller Zeiten wieder zu verwenden. Doch, mach's. Jetzt? Nee, in der dritten Runde, wenn du es jetzt nicht schaffst. Dann habe ich keinen Bock mehr, die Aufnahme muss enden. Ich will es nicht in die Länge ziehen. Aber wenn du wirklich Lust hast, werde ich dann auch meine Sachen ein bisschen verändern.
Ich eine Arzneigemischung erzeugt Explosion, okay, cool. Ja, das letzte, was du da hast, ist Kamikaze. Habe ich auch mal irgendwie angewandt. Godfrey, ey! Godfrey, lass dich umarmen, Bumme. Leider geht's nicht, aber mit Spielerfuß ist wunderbar. Komm, mein Freund, lass dich umarmen. Komm, Geschicklichkeitsboost, komm. Warum nicht? Beschwör mich endlich. Ich will nicht warten und meine Zuschauer, die das Video dann ausschauen würden, würden auch nicht warten wollen. Hold okay. Lauf nach oben. Ich werde ihn jetzt damit penetrieren. Es ist mir so egal, er wird jetzt damit penetrieren. Wo hast du uns eingelegt? Da unten. Hä? Na da. Genau auf dieser Ebene. Hast du überhaupt deine Medizin geschluckt? Ja, hab ich. Oh nee, sag jetzt nicht, dass das Spiel schon wieder so ist. Nein. Hab ich gelöst. Ich leg's ihn aber nochmal hin. So, Vergiftung auf 96, Schadenfall auf 50. Hast du deine Medizin wirklich genommen? Ja, eigentlich schon. Ah, da. Jetzt. Wollte schon sagen. So, mal sehen, wie sie jetzt läuft. Ja. Ich bin gespannt, was er zu der Waffe hier sagt. Normalerweise benutze ich gegen ihn Schwarzflamme. Wusstest du das schon? Und nicht die Kraft der Drachen. Na gut. Dann. Renner. Warte, ich werde mal ganz kurz ihn aus der Entfernung abschießen, einfach weil es Bock macht. Wenn wir ihn auf einen Abstand halten, könnte das funktionieren. Hallo, was Gott für ein Du ist. Ach, scheiße, er macht nicht das, was ich will. Oh, weg da, weg da, weg da! Au. Funktioniert auch gegen ihn teilweise. Die Macht der Drachen ist unbezwingbar. Zumindest wenn ich benutze. Oh, weg da. Oh, Achtung! Spring! Ich hab mich gerollt. Weg da, weg da, weg da! Wenn er diese Axt nach unten schleudert, muss er weggehen. Aha. Nein. Ein Piekser. Dieser eine Piekser hat ihn in die zweite Phase gebracht. Oh Gott, ja, geil. Dieser Piekser. Der Piekser war in meiner Leber. Jetzt töte Sewa. Ich will seine Rüstung haben. Ich hab mich übertrieben, oder? Mein Gott, warum hast du ihn getötet? Wieso nur? Damit seine Kampfesus nicht mehr gezügelt wird oder zum Wrestler digitiert. Jetzt haben wir jemand, der schlimmer ist als Michael Jordan. Warte, Michael Jordan war was anderes. Ups. Egal, sogar ein Basketball würde ja Michael Jordan platt machen, weil er größer ist. Und schwerer, und schneller, und stärker. I've given the courtesy enough. Bist du bereit für 4 Meter großen Wrestler? Nein, ich hab keinen Bock mehr. Töte ihn einfach nur noch, ich will nicht mehr. Okay. Just horror loo. Warrior!
Okay, ich muss mich aber noch kurz heilen. Und du solltest die Bremse weg. Nicht um mich! Nein! Ich habe mich gerade genug geheilt. Oh Gott. Spring! Weg da, weg da, weg da! Okay, weg da, weg da, weg da! Kannst du ihn ablenken, ohne zu sterben? Spring! Du musst jetzt springen! Jetzt! Nochmal! Nein, ich wollte gerade rollen. Oh, der ist genau bei mir. Oh. Oh. Warte, ich komme! Rette dein Tintin! Renn doch nicht weg! Rette nicht! Renn doch nicht mal weg! Weißt du jetzt nicht? Au, au. Okay, ich mache ihn jetzt so. Nein! Au. Nein! Du musst allein machen! Oh, töte ihn für mich! Mein Brustkorb! Ja, das schaffst du doch! Ja, bitte! Was? Bitte, du was? Er hat das überlebt? Du kurz davor! Bitte, was? Sag jetzt nicht, er hat das überlebt? Bevor er... Nee, nicht dein Ernst! Bevor was, er stirbt, wollte er diese Animation machen. Willst du mich verarschen? Ich dachte schon, bitte was? Er war schon tot, aber er wollte doch nicht wresteln. Er wollte doch als Fußball nutzen. Das ist bitte was? Das habe ich auch noch nie gesehen. Schade, dass man das in meiner Aufnahme nicht sehen kann. Oh, das ey, war so gut. So, wollen wir direkt den letzten Boss töten? Obwohl, nee, den überlassen wir uns morgen, ne? So, wir können sie, wir können jetzt Fanda nicht sehen, aber ich muss sagen, das war eine erfolgreiche, ehrenlose Boss-Farm-Runde. Nicht wahr? Naja. Ehrenlose naja, Boss-Runde, Alter. Ne? Also, let's go in den Ball, let's Boss-Fight rein, oder? In der Folge noch oder in der extra Folge? Naja, komm, wenn er schon in der Folge, komm. Na gut, denn das macht dich bereit, geh weiter. Na dann, du willst es so? Du willst zwei Boss in einer Folge, du kriegst zwei Boss in einer Folge. Okay. Zeichen gelegt schon? Ja, es ist da hinten eher, aber ich kann es auch weiter näher an dieses goldene Schimmer-Dings machen. So. Oder? Mach mal dein Zeichen wieder, mach mal dein Medizin aus wieder an, vielleicht funktioniert das ja. Und wahrscheinlich ja. Muss ich das hier noch aktivieren, wahrscheinlich, eventuell. Könnte helfen, wenn ich immer keinen Bock habe, da hinzulaufen. So, jetzt. Warte, geh mal da weiter vorne zum goldenen Schimmer. Warte, ja, da ist es. Da müsste es. Ja. So, zwei Bosse die in einer Folge. Passen die Macht mal der Drachen. Also gut, ich würde sagen, die Macht der Drachen, oder? Ja, das Ding so, ist. Das sollte gegen ihn gut sein, oder? Beim Milch, die meisten meiner Wunder sind gegen Radagon selbst eher nutzlos. Er ist, wenn ich ihn mit meinem Blitzspeer attackiere, verschwindet er direkt deswegen. Kannst du mal, ja? Ich habe uns gebufft. Denn dann nehme ich ihm noch einen physischen Buff. Ja, das wird ja das, super. Das wird lustig. Oh ja. Hallöchen. Das Marika. Marika und Radagon sind ein und dieselbe Person. Und die haben sich selbst Kinder gezeugt. Weil bin ich das da unten, ernsthaft? Das Marika. Er freut sich bestimmt, dich zu sehen. Das ist noch eine Sie. Gleich wird zum R. Ja. Aber es ist deswegen keine Transe. Deswegen sage ich ja, er wird sich freuen, dich zu sehen. Ah, wie ist das gelöst? Waren die schon immer in einem Körper? Waren die mal getrennt? Ja, es ist so komisch bei denen. Das heißt Marikas Hammers irgendwo. Ja, ich benutze das Radagon. Siehst du? So, Millennia müssen wir auch noch machen. Ich weiß, aber nicht mehr heute. Ja, machen wir. Millennia machen wir morgen. Schießen wir morgen auch noch weg. Wenn wir dorthin kommen.
denn? Wir müssen doch nach Schloss Sol und zu dem Dorf da Albinarix. Guck mal da, der Ellenring ist in ihm. Er beschützt ihn. Warte, da ist er jetzt. Das ist der Ellenring. Und jetzt wird gekämpft. Ah, hallöchen. Ja, einmal das hier. Das hier, dann das. Au. Au. Er ist stark, ne? Ich benutze auch noch nicht mal eine starke Rüstung gegen ihn. Und ich jetzt schon, oder was? Ich kenne einfach nur seine Moves. Hallöchen! Wetter, Wetter, er packt dich! Oh nein! Oh, Schwein. Okay. Sag ich dir Scheiße, ich wollte das wieder weg. Wenn er stärker wird, könnte es nicht auch sein. Oh, Scheiße! Oh! Muss ihn ja. Greif ihn an! Wetter, ich will dich packen! Greif mich an, los! Trau dich! Du packst mich jetzt nicht! Jetzt ehrenlos, Numero, was auch immer, ich hab's vergessen, ich hab's verzählt. Numero DOS. Numero Eldring. So, jetzt kommt die Ellenbestie. Die Ellenbestie ist die manifestierte Form des Eldenrings. Wenn ich das jetzt noch richtig proper. Guck mal, das ist sie. Ich weiß doch nicht, was sie sich dabei das Ding gedacht haben, aber okay. Guck mal, er packt es in den Schmelzsiegel des Lebens und macht aus Ralegon einfach mal ein Schwert. Guck mal, das ist das Schwert, was ich dir geschenkt habe. Ui. Ui, ne? Ist das Ding mächtig? Willst du es abkriegen? Deiner Meinung nach ja. Ja, ich will dich richtig damit erwischt holen. Ja, das Ding hat 12 Flügel. Cool. Ich mag das Ding echt nicht. Weil es Abfuck werden kann. Auch. Okay, wir rennen direkt auf ihn zu. Yep, das sollten wir, denn der spuckt am Anfang dir immer Feuer. Deswegen benutze ich auch immer den Schwarzlandtornado. Los, hinter ihn direkt. Lauf hinter ihn. Und jetzt. Ehrenlos, ja! Aua! Boah, das hat gut mitgenommen noch. Mann! Bleib stehen! Bleib doch! Einfach mal da. Ich habe ihn doch erwischt. Und er will mich, oder? Ja, natürlich will er mich. Wem denn auch sonst? Wie gibt's ja sonst niemanden? Ah, ne, er will auch mit Sicherheit schon wieder mich. Ah ja, jetzt sollst du rennen. Was heißt, was ich tue? Ah, guck mal, jetzt will er dich. Fotze. Dass das, was ich gesagt habe, dass es stark ist. Ist einfach nur nervig. Er bewegt sich die ganze Zeit. Alter, ich hab nicht ohne Schaden. What the fuck? Nee. So, kann ich jetzt wohl wieder Attack machen? Ja, endlich. Nein, komm schon! Au! Ich wollte gerade.
Mein Gott, hat's wie ein Glück, dass ich hier renne. Natürlich wieder nicht. Boah. Chillig. Und ich kann. Oh, schade. Du kannst aus dem Bosskampf einfach rausgehen, wenn du das Spiel kurz. Wenn du einfach kurz das Spiel schließt, gehst. Jetzt kannst du es nämlich, weil ich weg bin. Oder willst du noch sterben? Immer sagen wir, dass du Bock hast zu sterben. Ich kann es über Bildschirmteilung die jetzt zugucken. Gott, Navi oh, ist die Ellenbestie. Nervig. Wusstest du, dass das Ding ein ungeborener Gott ist? Vielleicht ist es deswegen so nervig. Ja. Ich hab's mir gedacht. Okay, chillig. Ich habe jetzt meine Anti-Ellenbestie-Waffe dabei. Wertiger Götterskalpholzer, Schwarzflammtornado. Die Fähigkeit ist das Wichtige. Die nutze ich immer. Das wirst du auch gleich hier miterleben, warum. Du solltest das Ding am besten auch haben. Welches? Ich würde sagen, du? Oh, Götterskalp. Wertiges Götterskalpholzer. Das zählt zu Doppelkling. Das ist unter Katanas. Einfach weiter nach unten, du! Hier sind die Chromschwerter, hier sind die Katanas. Und dann die Doppelklingen. Links. Da ist es. Nein! Da. Ah, das ist es, ja. Okay. Los, komm wieder her. Okay. Wenn man L2 drückt, kommt so ein Tornado. Deswegen. Ah, ich kann es auch gedrückt halten. Das ist das Wichtige. Das heißt, ich muss okay. Das Ding auch mit einem Element buffen. Deswegen habe ich das auch wertig gemacht. Ach ja, deine Medizin. Kann man auch gegen Radar Gon verwenden, aber ich würde die Mana lieber aufsparen. Ich werde jetzt eher so mit Speer und Schild bekämpfen. Ach ja, nach dem Versuch würde ich sagen, wird die Aufnahme beendet, okay? Wenn die wir es jetzt nicht schaffen, gibt es einfach in der nächsten Aufnahme. Pur Radagon und so. Oder ich schalte das gesamte hier einfach raus, okay? Genau. So unser gesamter Versuch gegen Radagon und so. Und rein da. Und jetzt wäre ich nicht die Zeit, meinen Siegel wieder zu wechseln. Schön überspringen die Scheiße. Ja, sei auf mich, sei auf mich. Weg da, weg da, weg da! Oh oh. Mist. Hauptsache, er geht auf mich. Ich dachte, er geht auf mich. Nein, nein. Wieso auf mich, du Fotzenkind? Such dir jemand anderes. Und hey. Nicht mich. Hey. Jetzt kann ich wieder von hinten rein. Au. Das ist unnötig von dir. Weil ich finde, es ziemlich gut gegen mich. Warte. Dich! Dich! Gerade als wir die Halle durchbrochen haben. Und jetzt geht's damit rein. Nein! Ja, jetzt müssen wir nach hinten laufen und L2 gedrückt halten. Kannst du überspringen. Okay. So.
Nach hinten laufen, L2 gedrückt halten, bis zum Schluss. Warte, nachdem er sagt... Na, zu früh. Hier, siehst du? Siehst du? Okay, ich weiß. Jetzt abwarten, bis die nächste Chance kommt. Und? Ich sehe da eine. Siehst du? Jetzt verstehst du, warum es meine anti-beste Waffe ist, ne? Ja. Du verstehst den Schaden. Oh ne! Auseinanderlaufen! Auf irgendwann werde ich seine Ringe hetzen. Natürlich wäre mich! Immer bin es ich! Egal mit wem ich helfe, es bin immer ich! Hey, erst bei mir! Oh Gott, ich dachte. Er wird. Die Sterne wollen dich! Okay, den. Nehmen Sie mich! Ja, ich habe da auch eine Möglichkeit, den Schaden zu fügen. Gut. Siehst du? Jetzt verstehst du es. Hey. Aber ich habe weniger Mana als du. Ja, aber es wird trotzdem ausreichen. Alter! Bist du verrückt geworden? Das machst du sonst nie! Ich glaube, der hat jetzt noch weniger Druck auf mich. Okay, oh. Der letzte Start ist... Ich bleib noch... Und... Ich wollte gerade noch wegrollen. Es kann's nicht sein. Jetzt ist er tot! Jetzt ist er tot, ja. Wollen wir den Restaurant besuchen oder jetzt noch eine Runde? Jetzt weißt du aber so ungefähr, wie er funktioniert, ne? Ja, also ich würde schon sagen, so tut eine extra also... lange Folge, na gut. Wollte ich zwar vermeiden. Ich stelle mich aber trotzdem jetzt schon mal auf Offline. 20.38 Uhr, ich wollte noch YouTube gucken, danke. Na Gott. Morgen wird nur allerhöchstens 22 Uhr gezockt, verstanden? Allerhöchstens. Du verstehst schon, ich will schlafen, ich mag es zu schlafen. Ja, definitiv. Es kann doch nicht wahr sein, dass wir nicht down bekommen. Ich habe ihn getötet. Was hast du? Ja, ich bin dem nicht gestorben. Ja. Eckiges Kotzen. Wollen wir Melinia mit Level 703, soll ich Melinia mit 713 machen oder noch mit meinem jetzigen Level? Jetzt. Okay. Dann durch. Let's go. Und die Scheiße direkt wieder springen. Warte. Ich will... Stich. Stich, 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 Stich. Au, hallo? Du sollst dich auf mich gehen? Ja, das wird immer auf mich, ne? Immer auf die Starken. Oh, das hat... Nein. Natürlich wieder dich. Geil. Aber Hauptsache, dass das wieder mich trifft komplett, ne? Ja. Hallo, geht's dir gut? Hallo? Nicht? Hat man dir Manieren beigebracht? Nein. Na. Ja, fallen besser runter, Aragorn. Nee, das ist leider nicht möglich. Schade. Hätte ich gefühlt. Ich auch. Na, ja! So. Nee, geht jetzt echt schlecht gegen den. Warte, der ist vergiftet. Dann kann man ihn vergiften. Bitte was? Du bist tot. Lächerlich. Wie kann es sein, dass wir jetzt gegen Radon nicht drauf gehen und du die anderen Runden?
Er liegt vielleicht daran, dass ich was ausprobiert habe. Was hast du denn ausprobiert? Ich dachte, man kann ihn vergiften, aber scheinbar nicht. Den kann man ist vergiften, wirklich... tatsächlich. Nur, er ist aus Stein. Er ist aus Stein, was erwartest du? Jetzt ja, mal ernsthaft, was erwartest du aus der Kreatur, die aus Stein ist? Ja gut. Aber was ich hab jetzt keine Lust mehr. Ich will die Folge nicht noch weiter in die Länge ziehen, deswegen nehme ich mein Anti-Boss-Set. Die hat ich auch gegen Mo funktioniert. Oh ne, da kommt das Blut. Hier kommt das Eis. Dann wird das hier stärker gemacht. Das hier kommt dahin. Die ich bräuchte ich eigentlich auch nicht. Da lasse ich sie halt drin. Für den Stil habe ich aber noch meine Skelettmaske irgendwo hier. Ich glaube, ich habe die perfekte. Nein. Testen. Eiswelle. Chillig. Verbraucht so wenig Mana. Warum auch nicht? Also gut. Na gucken. Weiß ich nicht, wie schnell jetzt stirbt. Warte, ich habe mein Set doch umgeändert. Ah, stimmt, jetzt weiß ich, was ich noch machen wollte. Nee. Aber gut, ich wenn muss leider den Stil aufgeben für Schaden Opfer. Na gut. Ich sehe wieder pottenhässlich aus. Ich mag das Bild überhaupt nicht, aber wenn es sein muss, muss es sein. Bist du bereit? Bist du bereit? Nein. Hol mich doch endlich! Gut. Ja, bitteschön. Bitte was? Was? Was für das kommt jetzt an? Scheiße, ich hab was Wichtiges vergessen. Ach, egal. Jetzt weiß ich, was ich hier reinpacken wollte. Egal. Ah, ich seh schon. Jetzt kommt wirklich das beste gottlose Set von dir, oder was? Ja. Wir sind gottlos unterwegs. Was erwartest du? Ach du Scheiße. Du kennst es schon. Es kommt wirklich dann an die Postzeit, oder was? Yep. Ob da ist, hätte trotzdem. Ich hab vergessen, den als Zauber zu benutzen, weil du bist ein bisschen zu schnell reingegangen. Also das würden wir uns jetzt heilen. Was ist das hier gewesen? Oh. Und dann ist tot. Au. Oh, nein. Oder doch? Was hab ich gesagt? Okay, ich werde die Waffe nicht gegen ihn benutzen. Welche Waffe? Die Giftwaffe? Ich werde die Eiswaffe auch nicht gegen ihn benutzen. Ich hab gesagt, es ist scheiße. Was tust du? Ich benutze sie natürlich trotzdem. Ich wollte sie testen. Außerdem, warum war das nicht, bis ich all meine Buffs benutzt habe? Du gehst immer zu schnell herein. Dafür kannst du jetzt deine ganzen Buffs benutzen. Schön, ich muss nur noch mal laufen. Aber du erkennst mein Bild wieder, das ist toll. Warum wohl vielleicht gegen Mo? Ja? Nein. Einfach nur nein. Ich habe nicht mal alle meine Buffs ausgenutzt, weil ich die für die L-Bessie aufspare, weil die viel mehr aushält. Los, kannst du dich rufen. So, zuallererst. Das werde ich. Das einfach nutzen.
Dann muss ich das aufgeladen benutzen. Dann muss ich das hier nutzen. Dann kann ich angreifen. Das verballert eine Menge Mana. So, jetzt darfst du mich auch mal mit was anderem begrüßen. Drachen wird mit Malenia Schwert. Guck mal! So, warte. Kann schon mal reingehen. Gut. Jetzt kommt's. Machst du dich jetzt wirklich bis zum gottlosen Ende hoch, oder was? Sieht man ja. Also wenn du ihn jetzt nicht one-shottest, dann weiß ich auch nicht. Nee, tu ich leider nicht. Nein, das war umsonst! Mein Feuer war umsonst! Mann! Nicht! Mein Feuer war umsonst! Er geht auf dich! War mir ja klar. Oh, Achtung! Hey, ich bin zu schnell, ich bin zu schnell! Ich hab schon mal meinen Trank geschluckt. Jetzt mache ich mehr Magieschaden mit meiner rechten Hand. Und jetzt war ich auch... Nicht krieg noch einen kleinen Angriffsboost durch Angriffsserien. Was benutze ich die ganze Zeit? Angriffsserien. Ich glaube, diesmal ist die ein bisschen tot. Aber richtig hart. Gut, die will gegen mich kämpfen, die kriegt einen Kampf gegen mich. Jetzt bleib stehen, du dumme Fotze. Du hast uns schon zu oft getötet, oder eher den Wirt, weil es zu casual ist. Jetzt bleib stehen, ich muss dich doch irgendwie umbringen. Nein, sie geht auf mich. Ja, natürlich geht sie auf dich, du bist der Wirt. Oh nein, ich weiß, sie geht auf mich. Ich wusste es. Oh, ich sehe gar nichts mehr. Hallo, ich sehe gar nichts. Das ist ihre Taktik und die Sicht blockiert. Mann, hast du mich erwischt? Komm schon. Eins, zwei, drei. Oh, den Schnitten habe ich verkackt. Na gut, wie du willst. Aber ich sehe eine Möglichkeit. Ich muss wieder laufen. Schaden, Schaden, Schaden. Komm. Diesmal bist du es. Na. Wir müssen immer beide laufen. Okay. Ich hab's gar nicht gesehen von der Attacke, was sie gemacht hat, deswegen. Ich dachte, sie macht eine andere Attacke. Mann. Wie nervig kann ein Boss sein? Frag die Ellenbestie. Frag Ellenbestie, sie weiß das ganz genau. Das ist halt wirklich so. Ey, Mann. Habe ich noch irgendwie irgendwelche Buffs, die ich für uns beide nutzen kann? Nein. Oder warte? Es kann nicht sein. Wirklich nicht. Wobei ich könnte auch gleich die schwerste Rüstung anziehen, was ich habe theoretisch. Oder ich ziehe Radans Rüstung an. Die hat sogar bessere Werte gegen Heiligschutz. Ach nee, ist doch nur Radans Rüstung. Ist nicht irgendwie besser als Balenia. Da hast du eine schlechtere Rolle. Das Tolle ist an meiner Ausrüstung, ich habe eine leichte Rolle. Naja, ich habe ja nun ein Gewicht von 78. Also ich frage mich, wie soll man bitte schon 160 voll bekommen irgendwie mal? 160? Ja, ich habe eine Last von 160, kann ich maximal tragen. Ja, 160 kann ich auch tragen. Ich glaube, ich weiß, wie ich das kriegen kann. Wie denn? Erstens die Siegenbock-Rüstung, zweitens die allerschwersten Waffen im gesamten Spiel, die diese ganzen Slots belegen, wo wir was nutzen können.
So, jetzt. Komm. So. Kannst schon rein. So. Gut, Husten des Feuers ging ihm nicht so gut, habe ich gelernt. Deswegen einfach. Okay, ich überlasse den hier einfach komplett. Weil ich besser bin als du. Und wenn ich verrecke, das machst du. Cool. Was willst du nur ohne mich machen? Wollen wir Dead by Daylight zusammenspielen wieder und aufnehmen? Der Schaden eben! Ja, weil ich auch mit einer Anti-Boss-Waffe reingerettet habe. Ja, das auch. Wie will sie? Mich? Natürlich will sie mich. Ich habe eine Stärke-Buff wieder. Weil Bluetooth kann man bei das Ding ja nicht auslösen. Oh nee. Gerade was sie tut, den One-Shot-Angriff. Es war alles auf dich. Ja, alles ist auf mich. Absolut da, alles. Das nicht. Die hat aber fast alle ihre Angriffe einfach auf mich geklatscht. Okay. Ja! Yeah, wir haben's endlich. Wir haben es geschafft, ich muss doch dieses Bild einsetzen, aber das, ja, ich will es nicht so häufig einsetzen, weißt warum, ne? Es ist viel zu stark, wie du sehen kannst. So, was willst du jetzt tun? Du musst dich an der Gnade hinter dir setzen. Sobald du eins da hinten ausgewählt hast, gibt es da keine Gnade mehr, du kommst nie wieder an diesen Ort. Ah ja, jetzt da hinsetzen und dann kannst du dich auch wegteleportieren, das Ende irgendwann später machen. Ich rüste mein altes Set wieder aus. Mein altes neues Set. Geh zum Beispiel zu Eldenthron oder was auch immer, wie es heißt. Ja, Eldenthron. Okay. Und wie war diese 43-minütige Folge für dich? Nervig und anstrengend. Alter, was soll ich sagen? Ich muss mich die ganze Zeit carryen. Ja, ich freue mich, hey, ich freue mich auf den anderen. Feuerriese, das müssen wir mal wiederholen. Ja, im New Game Plus 1. Wo du Livestreams denkst, kann man alles von hier sehen. Was für eine Scheiße ich anstelle. Ja. Von vorne bis hinten bei jedem einzelnen Popelgegner. Soll ich denn mit Schwarzmann im nächsten Run herumlaufen? So wie ich es normalerweise üblicherweise tue? Ich meine, du hast ja keinen Bock gegen mich, wenn ich mein Schwarzflammenschwert benutze, ne? Ach, wobei warum ich, eigentlich? Ich könnte es dann auch benutzen im New Game Plus Run. Aber ich denke mal, ich habe voll Bock einfach mit Millennia-Schwert durchzurennen. Ich habe mal vorgehabt, als komplett Millennia das Spiel durchzuspielen. Oder auch komplett als Godfrey, komplett als Radahn. Radahn ist mein Liebling davon. Dich nehme ich mit, dich und dich und dich und dich und wen nehme ich noch mit? Irgendwen hatte ich doch auch noch dabei. So. Ich hatte doch noch irgendeinen Drachenzauber, wer war denn das?
Oh, Kriegsasche. Ach, egal. Verleiht einer Waffe Infinitation und Talente. Gold Trace Axe hast du mir auch schon gegeben. Ah, das ist das Schwert, was mir. Was man bekommt eigentlich am Ende. Heiliges Reliktschwert. Oh. Hoppala, hab ich ja schon. Zweimal auch noch. Marek Sama. Marikas. Marika Sama, hast du dir garantiert auch schon gegeben, oder? Ich hab dir alles gegeben. So, ich würde sagen, das war's mit der meiner Meinung nach viel zu langen Folge. Was sagst du dazu? Definitiv viel zu lang. Ja, wie wir, warum bist du so verreckt? Wollen wir drüber reden? Ich glaube nein. Du bist ein Casual, Digga, ganz einfach. Ja. Hey, hey, damit hatte ich es auch durch und danach. Dann und können wir noch gegen Malenia spielen und gegen Wildcard, wuhu! Da kann ich eigentlich Melinias Bild vollkommen ausnutzen, komplett. Boah, ich freue mich auch, wenn wir dann den ersten Boss machen und ich dann direkt. Den Tutorial Boss, Racker Tutorial Boss, als Malenia. Tutorial Boss. Kann ich den Tutorial Boss direkt hier machen? Nein, das kannst du alleine. Boah, geil. Den erstmal wegklatschen. Hast du noch irgendwelche letzten Worte an die Zuschauer, wenn irgendwer bis dahin noch zugeschaut hat, an diesen 46 Minuten? Naja, nur. Folgt ihn auf YouTube! Ja, einmal schön ein Abo dalassen und. Hab ich immer noch nicht, weil ich bin müde. Ja, als ob ich jetzt noch ein Abo dalasse. Mach ich morgen. Du hast ja deinen Link geschickt über Discord. Ja. Ich kann ihn aber auch in Dr. Zotopus Discord-Server noch hineinladen, wenn man will. Oder in Spider, genau. Spider! Mehr, ich bin müde. Ich gehe nochmal rein, so um 23 Uhr Minuten schlafen zurzeit. Ich weiß auch nicht, also. Die Frage ist ja nur, warum wohl? Ja, wer will mit mir bis 0 Uhr nachts quasi in der Party sein und Elwing spielen? Und braucht meine Hilfe. Ich weiß nicht, wovon du redest. Aber ich will noch kurz in der Nacht, komm zur Küche von Elle. Sofort. Ich will noch den krönenden Abschluss machen. Du hast meine Waffe. Du rufst mich und ich versuche meinen besten Feuerschutz drauf zu klatschen, den ich haben kann. Verstanden? Warte, welche Waffe meinst du gegen dich einzusetzen? Mein Lieblingsgroßschwert. Welches könnte es wohl sein? Mein Lieblings-Ultra-Großschwert. Ich hab jetzt schon Feuer 43, ich glaube, das wird nicht ausreichen. Feuer noch besser. Irgendwas noch besser gegen Feuer? Lass mich raten, Großschwert der Gottestöterin. Richtig, das ist mein Liebling. Welches ist wohl das Lieblingsschwert von dir? Ich würde sagen, das was Götter umbringt. Ich glaube, ich muss die Feuerprälanten-Rüstung nehmen. Bis mein absoluter Fettsack. Aber ja. Okay, ich ruf dich schon mal, ja? Wie viele habe ich denn? 81,779. Alles klar. Deine Aufgabe ist es, mich one-to-shotten. Ich weiß, du dich versteckst. Bildschirmteilung ist an, du Trottel. Ich weiß, dass ich da versteckst. Los, komm raus. So, warte. So, jetzt darfst du. Warte. Hallo? Jetzt nochmal einen Schlag. Okay. Diesmal mit das hier. Wer hätte gedacht, dass man das überleben kann? Nicht wahr? Jetzt du! Bist du bereit?
Ich werde selbst bei dich überleben. Richtig! Alter. Du verstehst, warum ich dieses Schwert liebe. Jetzt ja, aber damit du damit die meisten one-shotten kannst. Die meisten Spieler ja, solange die nicht das beste Bild gegen Feuer aufbringen, sind sie so ziemlich one-shot. Ist das nicht toll, meine Waffe? Nein. Ich muss mir da die andere Feuerfeuerrüstung holen. Die ist leider hier. Da, die ist hier. Ja, die wäre hier. Geil. Hast du hier noch irgendwelche letzten Worte? Abgesehen von folgt mir auf YouTube. Ja, und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir Melenia wegklatschen. Oder Wildcard. Oder beides. Malina mit der Kraft der Drachen, ja! Wie denn ich die Kraft der Drachen nutze und du die Schwarzflamme oder andersherum? Beides gottlos. Ich weiß, was wir nehmen. Dieses Götterskalpholter, wie man Schwarzland Tornado macht, ist von vorne und von hinten. Sie kann nichts mehr tun, Dobby. Das kann sie staggern. Schon ein Stück Ding davon kann sie staggern. Schon eins davon reicht aus. Beides gleichzeitig, das ist ja noch viel besser. Boah, weißt du, worauf ich mich freue? Level Maximum. Wenn ich dann den Plus 1 Run mit dir gemeinsam mache. Dann hatte ich echt verzerrt gerade gehört. Ich glaube, man sollte jetzt aufhören. So, folgt ihm auf YouTube. Ja. Ich werde das Video, wenn ich es hochlade, vermutlich zuerst auf privat stellen, damit ich ganz in Ruhe deinen Link in den YouTube-Kanal reinklatschen kann und danach, ja, mache ich es auch öffentlich. Ja. Was noch? Freue dich auf die Platz 1. Yay, der wird erst Livestream. So, was ich halt für eine Scheiße baue in seiner Welt. Bestimmt nicht großartig anders sein wie in seiner ersten Welt. Nur, dass ich von Anfang an dabei bin. Was ist jetzt gestorben? Naja, aber ich weiß ganz genau, dass du ein. Wirst du dann nicht noch weiter hochgebufft, wenn ich Level 713 bin? Nö, ich bleibe auf meiner maximalen Stufe. Ich werde irgendwann nicht mehr genervt. Aber gebufft werde ich nicht. Hey, dann kannst du den volle Stärke ausnutzen. Und das sind New Game Plus 1 Spiel. Ich glaube, wenn Invader kommt, der wird sich freuen. Der letzte. Wo ich dir die Sachen geschenkt habe, hat sich der Invader wohl auch gedacht. Nope, kein Bock. Der, dem einen habe ich ja gut gezeigt, der hat mal kurz Melinia das Waffe spüren dürfen. Weiß noch im Schneegebiet, sein Invader. Der hat Meteoriten auf uns geschossen. Ich. Hatschi. Oh, Entschuldigung, mein goldener Blitzspeer hat mich getroffen. Und er ist gestorben. Oh, der Arme, egal, wie soll ja, das auch. Die Aufnahme sollte jetzt beendet werden. Oder der eine, was so gemeint hat, so, ich bin Feigling, ich töte einfach. Ich komme einfach so wie eine feige Sau und springt dann wie eine feige Sau runter. Weißt du auch den einen in diesem Dungeon? Ja. Komm schon, das war fair. Absolut nein. Ey, du willst, dass ich gottlos unterwegs bin? Dann bin ich das auch. Ich mach deine Erwartung völlig recht. Na, macht nicht Spaß mit mir zu spielen. Ja. Und gegen dich? Nein, ich will niemals gegen dich spielen, Walter. Aber denk bei Daylight, ich muss doch wieder mit meiner Hexe spielen. Ich muss mit ihr noch besser klarkommen. Ich habe jetzt herausgefunden, wie ihre Fallen funktionieren. Hey, aber weißt du, was ich aber richtig geil finde? Was? Mittlerweile geben die, da wo ich meinen Farmspot habe, die geben mittlerweile 2400 Runen. Cool. Mittlerweile. Cool, vielleicht wenn die One-Shot ist. Egal, die Aufnahme wird einfach jetzt beendet.